Uli, das letzte Mal haben wir über die erwarteten Goal für und gegen ein Team geredet. Auf dem bauen wir heute auf. Ja, das machen wir gerne. Wir haben das letzte Mal das kurz angeschaut. Ich werde es heute noch mal schnell in kurzen Worten wiederholen. Das Spiel liefert etwa 3.500 Daten. Und in der Welt der Analytics werden die Daten in einen Computer gespeichert. Und die werden dann verglichen miteinander nach der Methode, wenn das und das passiert. Dann entsteht nach Wahrscheinlichkeit die und die Chance, dass ein Goal erzielt wird. Das ist das Wesen von den Expected Goals for und von den Expected Goals against. Und jetzt wollen wir natürlich vor allem von den Spielern her wissen, gerade aus dieser Saison heraus, welche Angriffslinie, welches Verteidigungspaar sorgen für die meiste Goalgefahr? Das haben wir gemacht. Wir haben den Computer das simulieren lassen, muss aber drei Sachen vorausschicken, dass wir es richtig verstehen. Erstens, wir haben nur Linien und Verteidigungspaar Kombinationen ausgewählt, die mindestens 25 Minuten Eiszeit zusammengespielt haben. Zweitens, wir haben nur die Spielsituationen 5 Spieler gegen 5 Spieler angeschaut. Und drittens, damit man so Werte kann vergleichen kann, hat man die Werte hochgerechnet. Was wäre, wenn die 60 Minuten Eiszeit würden bekommen? Und hier sehen wir Expected Goals vor, 60 Minuten. Die Linie, die hier die Rangliste anführt, Moser, Arcobello und Rüfenacht. Mit ihr würden 60 Minuten spielen und sie genau so würden spielen, wie sie in diesen Minuten die zusammen spielen, kommen sie auf 6,17 Goal. Und wenn wir von der Verteidigerpaar herkommen, dann finden wir Samuel Kreis oder Marco Maurer, die nach der gleichen Überlegung 5,57 Goal würden erzielen. Meistens sind ja die für die meiste Goalgefahr sorgen, nicht die, die meiste Goalgefahr verhindern. Das ist richtig. Und darum haben wir so umgekehrt und haben auch die sogenannten Expected Goals Against angeschaut. Welche Sturmlinie lässt dem Gegner am wenigsten Tormöglichkeiten offen? Robert Nilsson, Matthias Sjögren, Fredrik Pettersson, die 60 Minuten spielen würden und dem Gegner nur 1,46 Goal würden erlauben. Und in den Verteidigerpaar sind das der Romain Löffel oder Tömenes mit dem entsprechenden Wert von 1,85. Gut, die drei kann ich als eigenen Drittel sowieso auf dem Gehör sagen, oder? Ja, nein. Vor allem die Flügel vielleicht, aber der Center weiss schon, wo das eigene Goal ist. Einverstanden. Wenn man das Ganze kombiniert, wie sieht es dann aus? Das ist richtig. Man kann jetzt das einander gegenüberstellen. Und wenn wir das anschauen, hat man nachher vom Expected Goal for Percentage. Vielleicht schnell eine Erklärung. Wenn zwei Linien je ein Goal schiessen gegeneinander, hätten beide 50%. Wenn eine Linie zwei Goal schiesst und die andere nur eins, hat die eine 66,66% und die andere 33,3%. Wenn man das so anschaut, ist die Linie Schärwe, Ebet und Rüfenacht bis jetzt klar die beste. Bekommt auf einen Expected Goal for Percentage von über 73%. Und wenn wir in die Verteidigung gehen, finden wir darunter Sander und Burren, ebenfalls vom SC Bern. Burren, sehr überraschend, ein junger Spieler, der da sehr gut aussieht, der auf einen Wert von 65,7% kommt. Danke vielmals, Uli. Was ihr jetzt nicht gesehen habt in dieser Zeit, da nebendran hat der Nadir ganz wild sich Sachen aufgeschrieben. Bei uns musst du zum Glück nicht alles auf Hand aufschreiben. Ja. Oder? Das hast du auf dem Spielfeld so müssen machen. Was hast du notiert? Ja, es hat mich jetzt wundert genommen, wie sieht es jetzt Abend aus? Wir haben Bern gegen ZSC. Du hast jetzt schön gesagt, dass der Sjögren mit Nilsson und Petersen Top-Block von der Stürmer mit 1,46 notiert. Heute Abend aber ist der Sjögren schon in der Britenlinie. Der Sutter ist in die zweite Linie gekommen, also hat schon wieder gewechselt. Und da haben wir natürlich den Top-Block von Bern mit Arcobello, Moser und Rüfenacht. Und von dem hätte ich vielleicht gesagt, ich lasse doch die zwei gegeneinander spielen. Aber eben, es sieht nicht genau aus. Es ist interessant. Vielleicht tut das Coach gar nicht gross beachten. Wie sehr wird darauf geachtet tatsächlich? Sehr unterschiedlich. Es gibt Coaches, die auf das nicht schauen. Das ist ja eine rein mathematische zweite Perspektive. Nackte Daten, fertig. Und jeder Coach hat natürlich auch eine persönliche Wahrnehmung, ein Bauchgefühl, er sieht das Training und so weiter und entscheidet oft auch nach subjektiven Kriterien. Und das da ist nur eine zweite Perspektive, die vielleicht im einen oder anderen Entscheid eben sehr viel helfen kann. Sven, wie wäre das, als Spieleragent das jetzt als Verkaufsargument zu nehmen, nicht immer nur das Scorepunkt? Wie sehr achtest du darauf tatsächlich? Ja, ich sage mal, ich schaue extrem auf Zahlen. Ich bin allgemein auch im zweiten Job sehr zahlenaffin unterwegs. Ich finde Advanced Stats etwas vom Wichtigsten, was es heutzutage gibt. Also wenn du die eigentlich nicht nutzt, behaupte ich jetzt mal zu sagen, bist du nicht hinter dem Mond, sondern effektiv vielleicht sogar hinter dem Vollmond. Du lachst jetzt, aber es ist wirklich so, oder?
Und nicht nur ein Spieleragent, wo das sehr wichtig ist, sondern vor allem natürlich auch ein Sportchef. Wie stellst du effektiv deine, ich sage mal, Mannschaft zusammen, oder? Weil am Ende des Tages, wie wir jetzt gesagt haben, oder? Das ist, wenn er ein Match schaut, der Nadir oder ich, wir sehen es alle anders, oder? Und the facts are the facts am Ende des Tages. Das Gute ist, auch nächste Woche sind wir nicht hinter dem Vollmond, nicht hinter dem Mond, sondern wieder bei den Advanced Stats. Jetzt kümmern wir uns zuerst mal um unseren Schwerpunkt im Holy Shift heute am Abend. Und zwar können wir da eigentlich sagen, jetzt ist schon ein bisschen Weihnachten.